Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review bei mir auf dem Kanal. Heute mal wieder mit der Architecture-Reihe von Lego. Und zwar meinem ersten Microscale-Set, was ich mal zusammenbauen möchte. Ich weiß nicht, heißt es Microscale? Ich bezeichne es jetzt mal so, denn ich meine, kleiner geht es fast mit Lego-Steinen gar nicht. Denn so stilisiert, wie das Ganze in diesen Sets ist, jetzt die draußen sind, ist ja Berlin, New York und Venedig. Kommen tun ja jetzt noch Chicago, Sydney und London, auf die mich halt auch schon tierisch freue. Das steht jetzt auch schon wieder eine ganze Zeit bei mir rum. Und ich kam einfach jetzt nicht dazu, das auch mal zu bauen. Es kommt ja immer wieder was dazwischen. Ist ja immer so, dass mal irgendwie was anderes wieder da ist. Zumindest möchte ich mich jetzt mal dran versuchen und bin auch mal gespannt, wie die Dinge halt im Original dann von der Größe wirken. Denn hinten drauf sind es halt abgebildet. Da sieht man schon mal die Länge, die ist angegeben mit 255 mm. Also knapp über 25 cm das Ganze. Aber das einzige 1:1 Ding, was man halt hat, ist halt hier das Pyramidendach bzw. dieser pyramidenförmige Dachstein. Aber wie gesagt, ich bin gespannt, freue mich auf jeden Fall auf die neuen Sets und dachte mir, jetzt muss ich endlich mal die alten aufbauen, bevor hier die neuen rauskommen. Das ist ja alles wieder ein bisschen durcheinander. Die Packung, auch typisch Architecture-like, halt komplett mit schwarzem Grund gehalten. Rückseite auch wieder ein paar Informationen mit den Sachen, die halt dann auch da sind. Venedig selber war ich noch nicht, Florenz habe ich mal geschafft. Durch eine ganz witzige Art, möchte ich jetzt aber nicht mehr darauf einkommen, es geht um Venedig. An der Seite haben wir nochmal ein Bild von dem Set. Und hier haben wir nochmal ein bisschen Text. Was steht da? Details zu Design und Geschichte in Englisch und Italienisch. Auch witzig bei diesen Sets, dass halt die Booklets dann also in Englisch als Hauptsprache und dann in der jeweiligen Landessprache dann gehalten sind. Das heißt Englisch, London ist dann wahrscheinlich Englisch-Englisch? Nein, natürlich. Nur dann einsprachig. Aber hier ist es dann halt auch Italienisch und bei Berlin ist es dann halt Deutsch. Ja. So, unten drunter noch so ein QR-Code darunter geklebt. Mit Chip. Habe ich noch nicht abgezuppelt. Und oben drauf noch so ein bisschen was. Und hier FCKW frei. Nee, Quatsch. FSC. Mensch, das ist ja das mit den Bäumen. Okay. Es geht um das Set und nicht um irgendwie die Verpackung. So, zwei Siegel müssen gebrochen werden und da, so sieht die Packung von innen aus. Auch wieder typische Architecture-Box und niedlich im Gegensatz zu den anderen Sets, die ich bis in letzter Zeit gebaut habe, mal wieder sehr, sehr überschaubar. Drei Beutel und eine schöne, hier ist wieder so ein bisschen Werbung, das hatten wir glaube ich beim Buckingham Palace auch mit dem Trevi-Brunnen. Und ein Booklet, wie es bei der Architecture-Serie halt immer am Start ist. So, ich bin ja ein ordentlicher Mensch. Hüstel. So, das mal zusammen. Aber wir können noch mal kurz gucken, was sind denn... Was knarrt hier gerade tierisch? Was ist denn alles dabei? Klar, die Rialto-Brücke, die Basilika, St. Marks... Basilica di San Marco, so kennt man sie eigentlich dann auch unter dem italienischen Namen. Dann der Turm daneben, noch die Säulen und dann noch die Brücke da. So, wie gesagt, Venedig habe ich mich jetzt noch nicht so mit auseinandergesetzt, weil ich da auch persönlich nicht war. Ich mache das Ganze dann immer aktuell halt zu den einzelnen Orten. Florenz gibt es ja leider nicht, sonst hätte ich da eine ganze Menge zu erzählen können. Schöne Bilder von Venedig. Der Lagunenstadt. Ist ein bisschen, da so ein bisschen noch Brücke. Jetzt habe ich die Steine im Weg. Die Rialto-Brücke, da den Markusplatz, da ist die andere. Also wirklich da nochmal schöne Detailfotos von den einzelnen Gebäuden, die jetzt hier so stilisiert in dem Set enthalten sind. Die beiden Säulen. So, ich erzähle sowieso immer bei den ganzen Videos zu viel. Oh, wirklich schön viele Bilder drin. Wirklich so wie so ein Postkartenbuch. Ups. Postkartenbuch. Und dann haben wir hier halt Aufbau. Erstmal wegen die Grundplatte. Hier haben wir so ein bisschen Kanal mit dabei. So die blauen Steine oder türkisfarbenen. Ne, ist eigentlich mehr blau. Hier wird es mehr so ins Türkis gehend. Und ja,
Da bauen wir den Turm, ist irgendwie alles. Und da haben wir es dann gesamt, aber wir bauen es ja jetzt eh auf. Und da haben wir hier halt die Beutel nicht nummeriert. Ich denke mal, das ist auch bei der Überschaubarkeit alles okay. Mit den Steinen. Hier ein bisschen Kleinkram, da ein bisschen Kleinkram. Und mein Tisch ist dafür eigentlich viel zu groß. Ich weiß ja gar nicht, wie ich den Stein drin finden soll. Bei der geringen Anzahl. Okay, dann fange ich mal an zu bauen. Euch viel Spaß beim Zuschauen und wir sehen uns dann so in ca. 2 Minuten wieder. Venedig. Sagte wohl mal ein berühmter Archäologe, hörte ich, dass ihm das zumindest nachgesagt wird. Ja, da steht es jetzt vor uns. Venedig im Microscale-Format. Ich muss sagen, ich bin nicht enttäuscht. Ich finde es absolut cool mit wenig Bauteilen. 212 Stück an der Zahl. Die markanten Gebäude quasi jetzt nachgebaut zu haben, finde ich wirklich sehr, sehr hübsch. Und auch die Rialto-Brücke, wo zwei von hinten jeweils ein Kotflügel verbaut wurden, finde ich also wirklich sehr interessant. Ansonsten mit den anderen Bauteilen, kennt man aus anderen Architecture-Sets, aber gerade so mit den, die Rialto-Brücke mit den beiden Kotflügeln, finde ich mal wieder super cool gelöst. Ich möchte nun mal die stilisierten Gebäude dieses Sets mit den Fotos in der Bauanleitung vergleichen. Fangen wir an bei der Rialto-Brücke, die finde ich doch schon sehr gut getroffen ist. Jetzt, ob man sie einzeln erkennt, könnte auch ein bisschen asiatisch wirken, aber jetzt im Gesamtbild doch schon sehr stimmig. Dann das zweite wäre dann der Markusdom, der ja von der Fassade doch schon etwas stärker verziert ist. Allerdings ist das jetzt auch nur ein Teil des Doms. Der geht also dann dahinter noch ein wenig weiter. Aber zumindest so die Verzierungen sind halt schon angedeutet. Witzig finde ich vor allem auch dieses Gitter, was sonst ein Gulli-Gitter ist, ein Gulli-Deckel ist oder auch ein Lüftungsgitter vom rasenden Falken. Aber in diesem Fall ist es dann halt ein Zierelement am Markusdom. Das nächste wäre der Markusturm, der halt unweit des Domes und des Markusplatzes steht. Das ist also dann quasi der Komplex Markusdom und Markusturm und auch die beiden Säulen, zu denen ich gleich noch komme. Aber der Markusturm ist jetzt noch gar nicht so alt. Der alte Turm ist nämlich eingestürzt. Ich meine 1902 irgendwie was vorhin beim Durchüberfliegen da irgendwie gelesen zu haben. Und daraufhin wurde der dann halt wieder errichtet. Und im oberen Teil sieht man dann auch den venezianischen Löwen. Neben dem Markusturm, jetzt direkt daneben, also jetzt im Modell,
befinden sich diese beiden Säulen, zum einen die Theodor-Säule und einem auch die Markus-Säule. Der Theodor, der jetzt hier als Mikrofigur dargestellt ist, oder dadurch mit durch eine Mikrofigur dargestellt wird, steht eigentlich noch auf einem Drachen, den er wohl erledigt. Nee, ein Krokodil, Entschuldigung, ein Krokodil, was er erledigt hat. Und daneben, was jetzt diese Fliese ist, diese modifizierte mit dem Clip obendrauf, das ist eigentlich auch der Löwe, der wiederum den Markus halt symbolisiert. Und das letzte in der Reihe wäre dann die Seufzerbrücke. Der Name sagt einem jetzt auch schon was. Okay, da die ist vielleicht doch ein bisschen zu schlicht geraten und vor allem auch ein bisschen zu tief, denn die reicht eigentlich vom Dogenpalast rüber zum Gefängnis. Also in dem Dogenpalast waren die Verhörräume und im Gefängnis waren die Zellen, klar. Wo dann die Verurteilten halt dann über den Kanal geführt wurden. Allerdings liegt das Ganze auch etwas höher, so im, weiß nicht, zweiten Stock, dritten Stock. Das heißt, das Ganze hätte eigentlich nochmal auf besser vielleicht gewirkt oder eher an die Seufzerbrücke erinnert, wenn diese Brücke noch auf zwei Bricks gestanden hätte, von einmal zwei Noppengröße. Aber oben durch die Gitterfliesen sind halt auch so zwei Fenster angedeutet, die halt, ich meine, Marmorfenster sind. Also so Marmorplatten mit einem Blütenmuster drin. Aber das konnte man ja eben auf dem Bild dann auch ganz gut im Vergleich sehen. Und dann steht hier natürlich noch ein bisschen mehr über Venedig drin. Wie gesagt, auf Englisch und auf, jetzt bin ich gerade hier bei Italienisch. Meine Urgroßeltern oder Urgroßeltern stammen zwar aus Italien, aber da ist jetzt auch so manchmal das Temperament, was wieder durchsickert, nicht so viel geblieben. Ich zeige mal die Rückseite, da ist jetzt nicht so viel zu sehen. Ähnlich wie beim Buckingham Palace, die Rückseite war dann auch sehr schlicht gehalten, da waren keine Fenster und genauso verhält sich es jetzt gut hier beim Turm. Klar, da sieht man dann nochmal die Struktur, weil halt auch die gleichen Bausteine verwendet wurden. Aber jetzt hier hinten bei der Kathedrale, da sieht man halt nichts. Und auch schön der Gullideckel, den wir halt aus den City-Sets bzw. Creator-Modulhaus-Sets kennen. Wie gesagt, wo es als Gullideckel ist. Oder ich meine auch beim Rasenfalken, da war es dann auch mal ein Lüftungsgitter. Also, und hier ist es dann halt so ein Zierelement geworden. Ja, super, ich freue mich schon auf Berlin. Also jetzt nicht mal wieder hinzufahren, sondern halt um Party zu machen, sondern halt das Set auch aufzubauen und dann New York muss unbedingt dann auch noch her. Weil es macht echt Laune. Also ich habe jetzt noch gar nicht mal auf die Uhr geguckt, aber es geht relativ fix. 212 Bauteile. Vom Preis her 29,99 UVP. Man bekommt es aber so auch mal, sagen wir, zwischen 20 und 30 Euro bekommt man es auch häufig auch mal im Angebot. Ich hatte es auch mal im Angebot erworben. Und nicht zu 29,99 gekauft. Aber das bleibt ja jedem selbst überlassen. Und die Architecture-Sets sind ja auch mal preislich ein bisschen höher angelegt. Ja, dann erstmal vielen Dank für das Interesse, mal reinzuschauen. Und freue mich, wenn das nächste Mal auch wieder mit am Start seid. Also bis dann. Tschüss.